Es sprechen Reichsminister Dr. Goebbels und der Führer. Die Reden werden umrahmt von Chören der Berliner Hitlerjugend. Verehrte Volksgenossen, liebe YouTube-Parteifreunde, mir ist zu Ohren gekommen, dass mich einige antinationale Verschwörer, darunter der niederträchtige Partisanenkämpfer Dian de Saint, für einen Nazi halten. Das ist natürlich alles nur bolschewistische Lügenpropaganda. Und da sehe ich etwa wie ein Nazi aus. Ist man denn sofort ein Nazi in diesem Land? Nur weil man sich kritisch mit dem Holocaust auseinandersetzt? Weil man davon überzeugt ist, dass die Juden so viel Macht besitzen? Weil man das Deutsche Reich zurückhaben möchte? Oder weil man was gegen Ausländer und Homosexuelle hat? Oh nein, meine lieben Volksgenossen. Ich bin kein Nazi. Ich bin einfach nur ein patriotischer deutscher Infokrieger, der sich für die Wahrheit einsetzt. Und wenn die Wahrheit nicht zu meiner Weltanschauung passt, dann wird sie eben passend gemacht. Doch wenn die ganze Welt gegen mich ist, oder das gesamte Universum, ja wenn Gott höchst selbst ein Jude ist und sich gegen seine Schöpfung verschworen hat, dann werde ich eine deutsche Leiter nehmen und in den Himmel hinaufsteigen, um ihm die Fresse zu polieren für dieses verlogene, zionistische Universum, das er mit seinen ganzen Judenengeln geschaffen hat, um das germanische Volk in ewiger Knechtschaft zu halten. Aber deshalb bin ich noch lange kein Nazi. Fragen Sie Fegelein, der weiß, dass ich kein Nazi bin. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Na, dann suchen Sie ihn. Bringen Sie mir Fegelein! 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 Hi Leute. Entschuldigt bitte diesen etwas ungewöhnlichen Auftritt, aber das konnte ich mir an dieser Stelle einfach nicht verkneifen. Das Thema, um das es mir heute geht, ist mir aber durchaus ein ernstes Anliegen. Denn ich möchte mal wieder über die Verschwörungsnazis reden. Also über politisch rechtsgesinnte Menschen, die die vermeintlich gute alte Zeit wiederhaben wollen und daher so gut wie alles, was seither an Veränderungen in der Gesellschaft passiert ist, als böse und teuflisch bezeichnen. Bevorzugt natürlich alle Entwicklungen, die von links ausgingen und zu mehr Toleranz und Individualität in der Gesellschaft geführt haben. In meinem letzten Video zu dem Thema habe ich bereits ausführlich meine Meinung zu den Holocaust-Leugnern kundgetan. Daher an dieser Stelle dazu nur noch ein kleiner Nachtrag. Ich finde nicht, dass es in einem Land, in dem angeblich Meinungsfreiheit herrscht, strafbar sein sollte, den Holocaust zu leugnen. Durch dieses den Bürgern auferlegte Denk- und Redeverbot hat sich der Staat wahrlich keinen Gefallen getan. Im Gegenteil, er liefert seinen Feinden von rechts außen durch diese Sonderstellung ja die denkbar beste Munition. Wenn in einem Staat alles gesagt werden darf, nur eine bestimmte Sache nicht, dann braucht man sich ja nicht zu wundern, wenn manche Leute dahinter eine groß angelegte Verschwörung vermuten. Also dieses Holocaust-Leugnungsverbot ist einfach nur dämlich, Leute. Genau wie der gesamte Straftatbestand der Volksverhetzung. Bei Volksverhetzung muss ich ja immer zuerst an eine bekannte Boulevardzeitung denken. Jeden Morgen hetzen die das deutsche Volk gegen Arbeitslose und Ausländer auf, und das völlig legal. Also warum dürfen die einen ungestraft Lügen und Dummheiten verbreiten und andere nicht? Und wer legt fest, ab wann eine Hetzkampagne für das deutsche Dummvolk so gefährlich ist, dass sie verboten werden muss? Was ich aus diesem Gesetz rauslese, ist jedenfalls nichts anderes als die totale Hilflosigkeit des Staates gegenüber der Blödheit seiner eigenen Bevölkerung. Vielleicht wäre es sinnvoll, statt Volksverhetzung unter Strafe zu stellen, das Volk so intelligent zu machen, dass es überhaupt nicht mehr aufgehetzt werden kann. Aber dafür müsste man dem deutschen Volk erstmal klar machen, dass sowas wie ein deutsches Volk gar nicht existiert, sondern dass das nur eine Erfindung irgendwelcher Unterdrücker war, die gern im Namen aller anderen Menschen Könige oder Fürsten sein wollten. Schon den Kindern das in der Schule zu vermitteln, dass sie alle kein Volk sind, sondern Individuen, das wäre konsequente antifaschistische Aufklärungsarbeit. Aber nein, stattdessen sagt man ihnen, ihr seid Deutsche und darauf könnt ihr auch stolz sein. Nur hin und wieder müsst ihr ganz traurig gucken, wenn sich mal wieder die Reichspogromnacht oder die Befreiung irgendeines Konzentrationslagers jährt. Meine Meinung ist, wenn jemand den Holocaust leugnet, sollte man ihn genauso behandeln wie jemanden, der mit fanatischem Bekehrungseifer immer wieder behauptet, dass der 30-jährige Krieg niemals stattgefunden hat, weil die Schlachtfelder viel zu klein waren, als dass dort jemals wirklich hätte gekämpft werden können. Man würde höchstens mitleidig den Kopf schütteln, man würde ihn fragen, ob er sonst keine Probleme im Leben hat.
und dann würde man sich wieder wichtigeren Dingen zuwenden. Das wäre ein souveräner Umgang mit solchen Gestalten. Und in einer idealen Gesellschaft, in der die Menschen nicht so leicht aufzuhetzen sind wie heute, würde man auch so mit der ganzen Sache umgehen. Das Problem ist nur, sobald es irgendwie ums Dritte Reich geht, ist es mit der Ruhe und Gelassenheit bei den meisten Menschen ziemlich schnell vorbei. Für die Linken ist das Dritte Reich der perfekte Beweis, wozu Hierarchien und Nationalismus konsequent zu Ende gedacht immer führen werden. Für die Mitte ist das Dritte Reich der perfekte Beweis, wozu es führt, wenn die radikalen Kräfte in der Politik zu viel Einfluss gewinnen. Und für die Rechten ist das Reich einfach so eine Mischung aus Paradies und Schlaraffenland, wo alle Menschen glücklich waren, bis auf die paar Querulanten, die sich partout nicht einfügen wollten. Und deshalb wollen sie ihr Reich jetzt auch unbedingt wiederhaben. Sie nennen sich selbst freie Reichsbürger oder so ähnlich und sprechen der BRD jegliche juristische Legitimation ab. Und das heißt letztlich ja nichts anderes, als dass sie ernsthaft glauben, dass es ihnen im Dritten Reich oder im Deutschen Kaiserreich oder was weiß ich wo besser gegangen wäre, als es ihnen heute in der BRD geht. Leute, mal ganz ehrlich, ich mag die BRD auch nicht gerade. Aber gerade ihr Verschwörungsheinis da draußen, ihr notorischen Querulanten, die alles anzweifeln, was in den Massenmedien behauptet wird, ihr, die ihr euch neue Ausweise bastelt, auf denen dann irgendwas von Reichsregierung steht. Was meint ihr, was man mit solchen wie euch vor 100 oder 200 Jahren gemacht hätte? Heute dürft ihr nicht den Holocaust leugnen. Damals durftet ihr nicht mal mit einer Frau schlafen, solange ihr nicht verheiratet wart. Ihr musstet dem Dorfpfarrer und dem Studienrat Respekt entgegenbringen, auch wenn ihr noch so sehr wusstet, dass das in Wahrheit alles pädophile Alkoholiker sind. Ihr durftet weder die Kirche noch die Politik des Kaisers oder des Führers öffentlich kritisieren. Ich fürchte, ihr hättet damals in diesen kleingeistigen Zeiten keinen Monat überlebt, ohne dass man euch ins Zuchthaus oder in die Klapsmühle gesteckt hätte. Aber schon klar, ihr seid ja auch gar keine Nazis. Ihr wollt ja nur gerne euer Reich zurück. Aber natürlich nicht das Reich mit dem Adolf und der Gestapo, nein. Sondern eher so ein Reich wie Märchen mit einem edlen König, der nicht etwa deshalb König ist, weil seine Sippe seit 400 Jahren miteinander Inzucht begangen hat, sondern weil er es als einziger vermochte, das Schwert Excalibur aus dem Stein zu ziehen. Das Problem ist nur, ein solches Reich hat nie existiert. Jedes autoritäre Reich der Geschichte, in jedem Land, war bisher immer scheiße. Außer für die rückgratlosen Arschkriecher und Schleimer, die sich angepasst und nach oben gebuckelt haben. Alles andere gab es nur im Märchen. So, jetzt habe ich aber genug über Möchtegern Reichsbürger und Holocaustleugner philosophiert. Das ist eine kleine Minderheit, deren gesellschaftlicher Einfluss glücklicherweise gegen Null geht und die man daher auch nicht überbewerten sollte. Was mir aber eben doch übel aufstößt, ist die Tatsache, dass viele Verschwörungstheorien, die ursprünglich ganz eindeutig vom rechten Rand stammen, zunehmend auch bei Leuten Anklang finden, die eigentlich gar nicht recht sind und auch nicht recht sein wollen. Es wird, nicht von allen Infokriegern, aber doch von einem beträchtlichen Teil, ja regelrecht gegen alles gehetzt, was irgendwie linken, jüdischen oder antikonservativen Ursprungs ist. Das Spektrum reicht dabei von der Emanzipations- und Schwulenbewegung über den Klimaschutz, Okkultismus bis hin zu Hollywood-Filmen. Alles ist böse, alles ist angeblich von den Illuminaten geschaffen, um die Menschen zu verblöden und zu versklaven. Ein gutes Beispiel dafür ist etwa die Sache mit der Sexualerziehung. Mir sind da einige Videos aufgefallen in der letzten Zeit, in denen sich sogenannte Infokrieger darüber auslassen, dass an Grundschulen und Kindergärten bereits Sexualerziehung betrieben wird. Insbesondere, dass man schon den Kids im Kindergarten beibringt, dass Männer auch Männer lieben können, stößt bei diesen Verschwörungsnazis vorsichtig ausgedrückt auf wenig Verständnis. Und daher stellen sie es dann so dar, dass durch diese Frühsexualisierung der Grundstein dafür gelegt wird, dass die Kinder in ihrer Entwicklung gestört werden und keine normale Sexualität entwickeln können, wodurch sie dann später angeblich leichter von den Illuminaten manipuliert werden können oder sowas. Keine Ahnung, so genau habe ich die Argumente selbst nicht verstanden, weil sie meiner Meinung nach einfach völlig schwachsinnige, ewig gestrige braune Soße sind. Meine lieben Infokrieger, vielleicht ist es euch ja entgangen, was die Menschheit in den letzten paar hundert Jahren tatsächlich manipuliert und in Abhängigkeit gehalten hat. Das war zu einem nicht ganz unbeträchtlichen Teil die Kirche mit ihrer Verblödungslehre, mit ihrer verlogenen Sexualmoral, die dazu geführt hat, dass man über eine Sache, die eigentlich mit zum Natürlichsten auf der ganzen Welt gehörte, nicht einmal mehr miteinander reden konnte, weil nämlich so gut wie alles tabuisiert war, was irgendwie mit Nacktheit und Sexualität zu tun hatte. Es bedurfte erst einer landesweiten Revolte der 68er und Aufklärern wie Oswald Kolle, um die Menschen wieder zu einem natürlichen, ungezwungenen Umgang mit ihrem eigenen Körper zu bringen. Die Spießer waren damals so verblödet, in sexueller Hinsicht waren sie ungefähr auf dem Entwicklungsstand eines schwer geistig Behinderten.
Denen musstest du alles wieder beibringen, wie man sich einen runterholt und wie man richtig küsst und dass Sex mehr sein kann, als nur aufeinander rumzuliegen. Das ist kaum vorstellbar, Leute, wie verblödet die damals waren. Heute sind wir endlich so weit, dass man sich auch öffentlich zu seiner Bi- oder Homosexualität bekennen kann, ohne dafür gesteinigt zu werden. Trotzdem, die schwerwiegenden Folgen von jahrhundertelanger christlicher Dogmatisierung sind noch längst nicht aus den Köpfen der Menschen raus. Das sieht man unter anderem daran, wie etwa in der Hip-Hop-Szene oder beim Fußball mit dem Thema Homosexualität umgegangen wird. Da ist das immer noch ein Tabu. Naja, genau genommen ist es nicht mal das, sondern einfach nur ein Schimpfwort. Es besteht also nach wie vor jede Menge Aufklärungsbedarf. Ich finde, es kann nicht schaden, auch schon frühzeitig diese Themen anzusprechen und den Kids klarzumachen, dass sie eben nicht zwangsläufig jemanden vom anderen Geschlecht heiraten müssen, sondern dass es immer auch Alternativen gibt, alternative Möglichkeiten, ihr Leben zu gestalten. Wenn man sich manche paranoiden Videos zum Thema sexuelle Früherziehung anschaut, bekommt man ja den Eindruck, dass in Zukunft an Kindergärten und im Schulunterricht regelrechte Massenvergewaltigungen und Satanistenorgien stattfinden werden, bei denen die armen Kinder sich gegen ihren Willen gegenseitig einen runterholen müssen. Das ist doch völliger Blödsinn, Leute. Okay, es ist vielleicht nicht direkt Nazi-Propaganda, aber doch Propaganda von ewiggestrigen konservativen Dummköpfen, die in Wirklichkeit einfach nicht damit klarkommen, dass Menschen nun mal Individuen sind und unterschiedliche Verlangen und Bedürfnisse haben. Und mit solchen Beispielen könnte ich noch ewig weitermachen. Wie man etwa den Klimaschutz, ein urlinkes Thema, auf einmal diskreditiert, indem der Klimawandel einfach konsequent geleugnet wird. Ich meine, da sind jahrzehntelang die Menschen auf die Straße gegangen und haben gekämpft, damit die sturen alten Säcke von Politikern endlich mal einsehen, dass die Natur von der ganzen Drecksindustrie immer weiter zerstört wird. Ganz zögerlich setzt dann nach Jahrzehnten da oben endlich ein Umdenken ein und man versucht, die Industrie ein wenig umweltverträglicher zu gestalten. Und was erklären plötzlich so ein paar selbsternannte Umweltexperten im Internet? Dass es gar keinen Klimawandel gibt, dass das alles nur eine Erfindung der Illuminaten ist und dass wir daher ruhig so weitermachen können mit dem Dreck und dem ganzen Gestank. Ich meine, ich halte auch nichts von so Gestalten wie Al Gore, die plötzlich auf den Klimaschutzzug aufspringen, um sich zu profilieren. Natürlich gibt es da auch viele, die mit dem Umweltschutz ihre Interessen durchsetzen wollen oder einfach möglichst viel Kohle verdienen möchten. Aber das ist doch noch lange kein Grund, alles als Lüge zu brandmarken, wo irgendwie Ökologie oder Klimaschutz draufsteht. Manchen Verschwörungsheinis ist vielleicht auch gar nicht bewusst, wem sie durch ihre Theorien letzten Endes in die Hände spielen. Doch nur der Industrie und denjenigen, die einfach immer so weitermachen wollen wie bisher. Also eigentlich den Illuminaten, wenn ihr mich fragt. Oder anderes Beispiel, diese neue Anti-Emanzipationsbewegung. Da kommen so Gestalten wie Eva Herrmann daher und behaupten, das sei alles ganz schlimm, dass die Frauen auch so leben wollen wie die Männer und dass sie sich stattdessen lieber wieder auf ihre eigentlichen Qualitäten konzentrieren sollen. Also Frauen zurück an den Herd und Männer an die Front. Was seit Jahrhunderten praktiziert wurde, muss ja richtig sein. Millionen Fliegen können schließlich nicht irren, nicht wahr? Ich glaube ja eher, der Menschheit ist in der Vergangenheit eine Menge entgangen, weil ganz viele Frauen, die vielleicht bessere Kriegerinnen abgegeben hätten, nie Kriegerinnen sein durften. Und ganz viele Männer, die vielleicht bessere Köche gewesen wären, nie am Herd stehen durften, ohne dass man sie als Schwuchteln bezeichnet hätte. Diese ganzen festgelegten Geschlechterrollen sind Teil des Unterdrückungsregimes, Teil der Unterdrückung von Individualismus und Fantasie. Und was muss ich dann auf einschlägigen Verschwörungsseiten lesen? Natürlich, klar, die Auflösung traditioneller Geschlechterrollen, die Vermischung von Mann und Frau sei Teil des Plans der Illuminaten, um uns alle zu versklaven. Boah, wenn ich weitermache, kriege ich hier noch einen Anfall. So viel Dummheit, so viel Intoleranz, so viel erzkonservative, verlogene, doppelmoralische, braun angestrichene Paranoia-Kacke, wie manche Infokrieger hier von sich geben. Und es dann auch noch wagen, sich als Aufklärer zu bezeichnen. Ich glaube, ich höre besser auf, sonst kotze ich hier wirklich noch in die Kamera rein. Ich kann nur sagen, nein, appellieren. Appellieren an alle da draußen, die sich vielleicht für Verschwörungstheorien interessieren, weil ihnen das Spaß macht, über solche Dinge zu reden und nachzudenken. Glaubt nicht alles, was euch sogenannte Infokrieger erzählen wollen. Ich weiß, es gibt vernünftige Leute in der Szene, die sorgfältig recherchieren und wirklich versuchen, geheime Machenschaften unserer Regierungen zu entlarven. Und ich sage ganz eindeutig, Respekt vor diesen Leuten und ihrem Engagement. Aber es gibt da leider auch ganz, ganz viele Dummschwätzer, die sich einen Scheiß für die Wahrheit interessieren, denen es einfach nur darum geht, Ängste zu schüren, Panik zu verbreiten und alles Fremde und Neue kategorisch abzulehnen.
weil sie panische Angst vor Veränderungen haben. Und so projizieren sie all ihre Ängste vor gesellschaftlichen Veränderungen auf ihren Kampf gegen die NWO. So wie ich die Sache sehe, gibt es in unserer Gesellschaft nicht zu viel Toleranz, sondern immer noch zu wenig. Es gibt nicht zu viel Vielfalt und zu viel Individualität, sondern noch längst nicht genug. Und unsere Welt ist nicht zu bunt, sondern immer noch viel zu grau. Der schwierige Weg der Aufklärung ist noch lange nicht zu Ende. Lasst ihn uns gemeinsam weitergehen. Und diejenigen, die unbedingt zurück wollen in ihr spießiges, gleichgeschaltetes Reich, die sollten wir zurücklassen. Dort, wo sie hingehören. Auf dem Müllhaufen der Geschichte. Gruß an alle echten Aufklärer da draußen. Bis zum nächsten Mal. Euer Dian.